Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste, Herr Professor Schirach, ich danke Ihnen sehr. Sie haben hier durchaus richtige Akzente gesetzt. Ich werde innerhalb meiner Rede darauf zurückkommen. Die waren schon ganz richtig. Sie verwechseln nur oft Ursache und Wirkung und wer an welcher Stelle die Handlungsbefugnis in der Hand hat. Im Koalitionsvertrag der rot-roten Koalition bei uns in Brandenburg steht, die Potenziale der Gesundheitswirtschaft sollen auch für die Versorgung der Bevölkerung nutzbar gemacht werden. Als der Masterplan Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg am 26. Oktober 2007 von der ressortübergreifenden Steuerungsgruppe der Staatssekretäre für Wirtschaft, Gesundheit und für Wissenschaft sowie der Staatskanzleien von Berlin und Brandenburg, zur Erinnerung damals Rot-Rot in Berlin, Rot-Schwarz in Brandenburg, beschlossen wurde, stand der Masterplan bei uns Linken in Brandenburg durchaus unter ziemlich massiver Kritik. Und zwar einmal hinsichtlich der Berlin-Lastigkeit, aber auch hinsichtlich der vorrangig wirtschaftlichen Betrachtungsweise als wertschöpfende, wachstumsstarke und beschäftigungsintensive Branche. Deshalb begrüßt die Linke die Erkenntnis aus der Evaluation des Masterplanes, dass die Gesundheitswirtschaft eine besondere Branche ist. Neben den wichtigen Zielen Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum, das Ziel der Optimierung der Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region Berlin-Brandenburg zur Erhöhung der Lebensqualität im Mittelpunkt steht. Damit treffen bei der Weiterentwicklung der regionalen Gesundheitswirtschaft somit immer sozial- und wirtschaftspolitische Aspekte zusammen. Wie in der Evaluation ausgeführt, wird es beim Cluster Gesundheitswirtschaft immer stärker auf die Interaktion zwischen Forschung und Entwicklung sowie Anwendung ankommen. Ein gutes Beispiel liefert dazu in Brandenburg die Entwicklung der Telemedizin. Lassen Sie mich das am Beispiel des Fontane-Telemedizin-Projektes kurz erläutern. Hier geht es um ein flächendeckendes telemedizinisches Versorgungsnetz für Menschen mit Herzinsuffizienz ab einem bestimmten Schweregrad. Ziel des Projektes ist es, in ländlichen, strukturschwachen Gebieten die Versorgung für bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankte zu verbessern. Projektpartner sind das Wirtschaftsministerium, das Gesundheitsministerium, die Charité, die Robert Bosch Healthcare, T-Mobile, das Teltower-Unternehmen Getemed, AOK und Kassenärztliche Vereinigung. Drei telemedizinische Zentren konnten so entwickelt werden. In Berlin am Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus und am Städtischen Klinikum Brandenburg. Damit konnte erstmals in der Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg eine flächendeckende Versorgung für bestimmte Patientinnen und Patienten aufgebaut werden. Übrigens gerade am Beispiel der Teltower-Firma Getemed Medizin und Informationstechnik AG lässt sich die Entwicklung von Wertschöpfungsketten nachweisen. Dort wurden telemedizinische Bausteine für das Telemonitoring der Zentren entwickelt und hergestellt. Diese Produkte können jetzt international vermarktet werden. Das Unternehmen erhielt 2010 für seine innovative Leistung eine Auszeichnung in Brüssel. Das Beispiel zeigt, neben Produktinnovationen werden also auch Prozessinnovationen an Bedeutung gewinnen und damit einhergehend werden auch auf Seiten des Clustermanagements gesundheits- und versorgungsbezogene Kompetenzen notwendig. Mit der Fortschreibung des dritten Krankenhausplanes hat sich die Landesregierung dazu bekannt, alle Krankenhausstandorte im Land zu erhalten. Wir begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich. Das bedeutet aber nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Krankenhäuser, denen eigentlich vom Bundesgesetzgeber nur die stationäre Versorgung mit gesundheitlichen Leistungen zugedacht sind, spielen zunehmend, und das hat meine Kollegin Lehmann auch gesagt, auch eine Rolle als Anker der gesundheitlichen Versorgung in der Fläche.
wo sich, und jetzt sollten Sie mal zuhören, Kollege Chirac, wo sich Ärztinnen und Ärzte nicht mehr niederlassen, weil die Bevölkerungsstruktur nicht mehr zur ambulanten Niederlassungsstruktur passt, kann diese Versorgung also auch so nicht mehr zielführend sein. Ich denke, da müssen wir eigentlich ganz genau mal nachdenken darüber, warum muss dann eigentlich Frau Muster nach sonst wo fahren, wenn es auch im Krankenhaus in der Nähe eine Fachärztin oder einen Facharzt für Gynäkologie oder Chirurgie oder Psychiatrie oder uns gibt, der wesentlich wohnortnäher und schneller versorgen könnte. Warum werden nicht endlich die starren Sektorengrenzen aufgebrochen und Leistungen dort erbracht, wo sie möglichst schnell und in guter Qualität erbracht werden können? Das können Sie doch gar keinem Menschen erklären. Das heißt also, wir müssen die Angebote den bestehenden Versorgungsformen anpassen. Dazu brauchen wir einerseits die Vernetzung aller Beteiligten an gesundheitlicher Versorgung, auch sektoren- und fachübergreifend, aber auch länderübergreifend in Kooperation, besonders in der Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg. Mit Ihrem Konzept zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung in Brandenburg hat die Landesregierung hier genau den richtigen Weg eingeschlagen. Und trotz Ihrer Kritik, die haben Sie ja auch schon im Fachausschuss geäußert, dass dort nur die Zahlen angepasst wären. Und Sie verwiesen darauf, dass Ihr tolles neues Landarztgesetz da drinnen nicht vorkommt. Diese Kritik haben Sie ja schon geäußert. Trotz dieser Kritik sage ich, hier ist das Konzept innovativ weiterentwickelt worden. Denn Ihr Landarztgesetz war nicht nur eine Sturzgeburt, sondern war auch völlig sinnlos. Seitdem Sie dieses Gesetz verabschiedet haben, gibt es keine bessere Versorgung im Land Brandenburg, sondern eine schlechtere Versorgung. Die Versorgungslücken und die Wartezeiten, Sie haben die Symptome richtig beschrieben, werden immer länger. Das ist richtig. Aber Sie haben auch versäumt, die entsprechenden bundespolitischen, das sind nämlich bundespolitische Rahmengesetzgebungen, anzupassen und hier auf den Weg zu bringen. Gerade das haben Sie nicht getan. Und das liegt in Ihrem Bericht und da können Sie sich auch überhaupt nicht rausreden. Und ich sage jetzt auch noch etwas zu der ganzen Sache, was Sie hier angesprochen haben. Dieses Landarztgesetz hat ja eine Möglichkeit geschaffen. Das ist das gemeinsame Landesgremium nach § 90a SGB V. Dieses Gesetz, diese Gesetzesmöglichkeit hat diese Landesregierung, die uns der Bundesgesetzgeber in die Hand gegeben hat, sofort genutzt. Wir haben es in der Diskussion. Diskutieren Sie innovativ mit. Leider hat dieses Gremium auch nur Vorschlagsrecht, kein Entscheidungsrecht, steht aber im SGB V und kann durch Landesgesetzgebung nicht ausgehebelt werden. Also setzen Sie da an, wo Sie es können und nicht da, wo Sie meinen, Sie können mal drüber reden. Den Vorwurf können wir auch umkehren. Ich denke, das war jetzt genug zu Ihrem viel gepriesenen neuen Landarztgesetz von Schwarz-Gelb. Wir haben uns in Brandenburg dieser Frage der Versorgung gestellt. Wir stellen uns nicht nur der Frage der medizinischen Versorgung, die Sie immer im Fokus haben, Herr Professor Chirac, sondern wir stellen uns auch die Frage der gesundheitlichen Versorgung. Das kommt auch in dem neuen Masterplan zum Ausdruck. Wenn wir an Fachkräfte im Gesundheitswesen denken, denken wir eben nicht nur an Ärztinnen und Ärzte, sondern auch an Pflegekräfte und andere Gesundheitsbesuche. Und in einer Analyse von 2005 war der Standortvorteil noch die niedrigen Löhne und Gehälter in dem Bereich. Heute ist es ein gravierender Standortnachteil. Und im Masterplan wird uns gesagt, Frau Lehmann sagte, Optimierung der Arbeitsqualität, ich sage dazu, gute Arbeit übersetzt, haben uns die Personalräte am Sonnabend auch aus Krankenhäusern erst ins Stammbuch geschrieben, mal nachzuschauen, was
zu gucken, wie können wir auch andere Gesundheitsberufe stärken und nutzbar machen für die gesamte gesundheitliche Versorgung, dass hier ein Rädchen ins andere greift. Aber da komme ich dann noch mal im zweiten Teil zu, wenn ich noch mal zum Entschließungsantrag spreche. Dankeschön.